Willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Wir sind in der Kirche, haben da hinten den Gitarrenverstärker an der Kanzel angeschlossen. Er ist eingeschaltet und wir suchen jetzt mal den Pastor, der ja aus seiner Zelle, wollte ich jetzt schon fast sagen, aus seinem Büro, in Anführungsstrichen Büro, gegangen ist. Nur wo ist er hingegangen? Hier ist er schon mal nicht. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tiefer liegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile, erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Sogar auf die Treppe und so, wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Was man alles mit 2D-Grafiken machen kann. Aber ich kann schon so viel sagen, hier haben wir nichts zu tun. Außer vielleicht ein paar Item-Kombinationen. Kassettendeck. Oh, wenn wir hier hochgehen. Oh, nix für zarte Gemüter. Aber wir hören uns auch hier erst einmal Poki an. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna bricht aus darauf geachtet hatte, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Ja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Ja, ich habe am Anfang, glaube ich, abends um 11, 11:30 oder lass das auch bis 1 gewesen sein, wo ich dann hier hingekommen bin. Ich wollte unbedingt weiterkommen. Und ich habe so lange an diesem ekligen Rätsel mit dem ganzen, mit der Gitarre unten, mit der Orgel, mit dem Kassettendeck etc. Wir gehen erstmal nach oben und gucken uns das Grauen an. Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Ja. Leiche. Wie uns gesagt wurde, von Petra damals in der Anstalt geraten wurde, oder wir wurden gewarnt, dass der Schlüsselmeister gefährlich ist. Aber Edna, du hast ja nicht drauf gehört. Ne, Poki? Dieser Screen beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Ja, und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja, indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie ja tatsächlich irgendwo
im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Und ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren. Und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird, nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Also ich war am Anfang sehr geplättet, sag ich mal ganz ehrlich. Weil das Spiel die ganze Zeit lustig eigentlich aufgebaut war. Zwar mit einer gewissen Ironie, mit einer gewissen Tiefe, wo dann doch immer wieder so ein bisschen Ernsthaftigkeit durchgesickert ist, aber hier wirklich dann so einen Deckel vor den Kopf zu bekommen, so richtig so ein... Da ist schon... Aber auch das macht das Spiel wieder umso... Ja, besser, würde ich schon fast sagen. Da ist nichts mehr zu retten. Kannst du hier dranhängen. Tja. Nur wie können wir jetzt den Schlüsselmeister... überlisten. Wir brauchen den Schlüssel vom Schlüsselmeister. Vielleicht lässt er ja mit sich reden. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Na, viel denken tust du ja anscheinend nicht. Du böse, böse Mann, du. Aber er will Ruhe haben. Die Ruhe kannst du bekommen, mein Freund. Oh, Ferne. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Und da ist die Straßensperre. Und da... Ist das etwa der Alumann auf der Aussichtsplattform? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, ich glaube, der Alumann hat sich von dem Blitzschlag erholt. Zu früh gefreut. Und somit ist wohl auch der Alumann tot. Tja... So schnell geht das. Glocke haben wir noch. Mond. Gucken wir uns mal den Mond an. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Schon Kaiser und Könige wollten den Mond... Das hatten wir alles schon. Das hatten wir auch schon. Ne, wir haben ja schon die ganzen Interaktionen mit dem Mond. Das sind schätze ich mal immer dieselben. Wir hören uns auch hier nochmal Poki an. Ganz schön düster, wie Edna hier in der letzten Szene... dass lauter Verzweiflung auch noch die Kirchenglocke schlagen muss. Wie gesagt, es gibt halt noch ein happiges Ende mit diesem Kapitel. Dafür gibt es noch eine lustige Sache hier in diesem Screen, und zwar, wenn man sich die Ferne anguckt, dann kriegt man nochmal einen kleinen Ausblick darauf, was so aus dem Alumann geworden ist. Das hat mir gut gefallen. Auch wenn es doch ein bisschen mies noch ist. Schlagen wir nochmal die Glocke. Und die arme Leiche. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Was holst du runter? Naja. Gut. Ja, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, um ihm hier... Ja, um ihm einen kleinen Ruck zu geben. Sagen wir es mal so. Dafür brauchen wir die Kopfhörer, die wir da reintun. Der Kopfhörer verstopft die Pfeife. Nichts drin. Kopfhörer, ich brauche die Kopfhörer. Komm, Kopfhörer nehmen. Was ist das denn hier? Nimm. So, nehmen. Aha. So, da unten. Warum kann ich das denn nicht nehmen? Benutze Kassettendeck. Wir müssen das da reinstecken. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Wieso? Edna bricht aus, ist doch schön. Der Kopfhörer verstopft die Pfeife. Ah. Ich nehme den Stöpsel mit und stecke ihn in das Kassettendeck. Passt also doch. Zack, so, das haben wir schon mal.
Aber wir sollten das Ganze anschalten. So, das haben wir schon mal. Er hat schon mal die, wie heißt das, die Kopfhörer bei sich auf der Etage. Jetzt müssen wir uns nur noch mal die Noten angucken, was wir spielen müssen. Mein Blöckchen wieder hier hingeholt, damit der Schlüsselmeister das bekommt, was er verdient. Böse Mann. Ansehen. Egard. So habe ich es mir auch damals gemerkt. So. So. Bin ich ja mal gespannt. So. Mal gucken, ob das jetzt so klappt. Jetzt müssen wir nämlich dieses E, wo ist es? Da war H. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. G. A. Jetzt müsste noch das D. Bin mal gespannt. Hey, das rockt. Schraddel die, schraddel die, schraddel die. Und Harvey als Gitarrist. Es ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Gute die Kopfhörer aufgesetzt hat. Hat er. So, mein Freund. Für den Pastor. Schrei. Tja, legge dich nie mit Pastor an. So, dann gucken wir mal, was mit dem Schlüsselmeister passiert ist. Oh nein. Tja. Das wollte ich doch nicht. Oh doch, ich schon. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Und damit ist das zweite Kapitel leider auch zu Ende. Bam, bam, bam. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können.
Vielleicht bist du einfach auch nur größer geworden, liebe Edna. Naja. Oh, 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 das mit dem Schlüsselmeister, das ist wirklich schon ganz... Also für ein Spiel ab... Jetzt habe ich die Hülle hier gerade nicht liegen. Ich glaube, ab 12 ist es. Ich finde es dafür schon richtig heavy. Aber schlimmer finde ich, dass Harveys neue Augen ab 12 ist. Ich habe da so mal ein paar Schnipsel von gesehen. Nicht selber gespielt, nur so ein paar rosa Szenen, sagen wir es mal so. Und da ist das Ganze ja noch ziemlich... Aber ich finde, Edna bricht aus, diese beiden Szenen vorhin, die finde ich schon viel härter als alles das, was in Harveys neue Augen ist. Also das, was ich gesehen habe. Ich habe Harveys neue Augen nie selber gespielt. Weil das hier nicht rosa dargestellt wird. Ne? Aber okay. Ja, jetzt sind wir hier vor Ednas Haus. Mit zig Gartenzwergen. Aber erstmal hören wir uns auch hier den Poki an. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem Zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich dreinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Danke, aber erst gucken wir uns die Gartenzwerge an. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Ich sag schon mal so, wir müssen die gleich alle kaputt hauen, aber das machen wir später. Erst gucken wir uns mal die Tür an. Hier wohne ich also. Die gehört mir bereits, glaube ich. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Leider nein, Edna. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Ja, gleich. Wir haben ja noch Zeit. Ich will das Spiel auch nicht so schnell beenden. Wir sind schon eigentlich... Gut, im Haus selber gibt's auch noch genug zu tun, aber trotzdem, wir sind schon sehr weit vor... am Ende des Spiels schon. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. jetzt muss ich gerade an was denken, aber egal. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Es ist wieder ein schönes Zeichen für die GEZ, die ja bekanntlich sogar manchmal toten Leuten noch Post schickt. Verzeihst du mir? Oh. Er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Tja. Sowas vergisst man nicht. Der ist voll von die will ich. Das hatten wir schon. Gut. Gartenzwerge kaputt hauen. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Dann wird's jetzt der Rasenmäherzwerg. Ich glaube, mein Vater... Der hier war's nicht. Dann halt vielleicht der Nächste. Der hier war's nicht. Im Endeffekt ist es der hier, aber ich möchte trotzdem alle kaputt hauen. Der hier... Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der Letzte, den man ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ist das auch so programmiert, dass es in einer von denen sein kann? Ich habe keine Ahnung. Schlüssel habe ich jetzt, oder? Natürlich, Haustürschlüssel. Die Scherben nehmen er wir... Er hat angefangen. Wir nehmen uns allerdings auch erstmal noch die Scherben mit. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Weil wir die Tonscherben, wohl angemerkt, die Tonscherben, nachher auch noch brauchen werden. Gut, somit sind wir eigentlich... Wir können ja nochmal mit dem Mond reden. Ja, es sind dieselben Reaktionen. Nein, wir gehen mal hinters Haus. Ach, den Screen kennen wir auch noch aus der allerersten Rückblende. Wo Mattis und Alfred hier saßen und Eis gegessen haben und wir als Harvey die Zeitung gelesen haben. Ach ja. Ich würde sagen, ich mache hier erst einen Schnitt und bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid in diesem finalen Auftakt zu Edna bricht aus auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.